Hallo und herzlich willkommen zu Mike's Color Grading Tipps. Heute widmen wir uns einem wichtigen Thema, den Skin Tones. Um die Skin Tones oder Hauttöne wird ein großes Geheimnis gemacht im Color Grading, der heilige Gral des Color Grading. Warum ist es so wichtig? Ganz einfach. Wir Menschen sind es gewohnt, andere Menschen anzusehen und wir sehen sofort, ob da irgendwas stimmt oder ob da irgendwas nicht stimmt. Sogar ein 6-jähriges Kind kann erkennen, dass die Wirkung eines Bildes nicht passt. Und zwar völlig ohne technischen Background. Wenn die Hauttöne nicht stimmen, entsteht eine völlig andere Wirkung. Wir schauen uns heute mal an, wie Hauttöne zu bearbeiten sind und was man damit machen kann. Auf geht's nach DaVinci Resolve. Das ist unser Bildmaterial, das ist unsere Footage. So war das off-camera. Eine kleine Anpassung schon mal gemacht, gefällt mir ganz gut. Was mir jetzt noch gar nicht gefällt, sind die Hauttöne. Die sind noch ein bisschen daneben sozusagen. Okay, wir machen einen neuen Node. Jetzt zeige ich euch einen kleinen Trick. Wir wählen uns das Auswahlwerkzeug und selektieren wirklich mal nur das Gesicht, auch ohne Augen. Gehen in den Highlight-Modus und sehen jetzt nur den Bereich des Skin-Tones. Und dann sehe ich hier schon, in unserem Vektorscope, dass das eigentlich perfekt liegt. Hier ein kleiner Power-Tipp, im Vektorscope kann man sich eine Linie einblenden lassen, das ist der sogenannte Skin Tone Indicator. Der zeigt uns an, wo die menschliche Haut liegt. Das ist ein guter Anhalt, gerade am Anfang, um einfach zu sehen, ich liege richtig oder falsch. Okay, machen wir wieder ein Reset von dem Ganzen. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man die Haut bearbeiten kann. Also wir haben generell gesehen, wir sind im richtigen Ballpark sozusagen unterwegs. Ich möchte der Haut jetzt einfach noch ein bisschen mehr Gas geben, ein bisschen mehr Glanz verleihen. Wir beginnen im Gain, indem wir da einfach ein bisschen Orange zugeben. Am Anfang mal ein bisschen mehr, um einfach dann zu gucken. Im Gamma-Bereich ebenfalls. Wir drehen Gamma die Helligkeit ein bisschen hoch. Wir gehen auch im Gain die Helligkeit ein bisschen hoch. Und haben jetzt eigentlich schon einen sehr schönen Unterschied herbeigeführt. Natürlich, wie ihr jetzt sehen könnt, wird der Hintergrund mit beeinflusst. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder man geht her und qualifiziert sich einfach nur die Haut. Würde ich jetzt in dem Fall nicht machen. Ich zeige es euch einfach trotzdem mal, wie es wäre, wenn. Wir wählen uns das Qualifier-Werkzeug aus. Hier habe ich meine Qualification, die kann ich dann noch entsprechend verfeinern. Wie gesagt, in dem Fall würde ich das gar nicht so machen wollen. Ich würde jetzt hergehen und würde mir ein Power Window übers Gesicht zeichnen. Eine schöne Vignette. Dadurch habe ich die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen softer einzusetzen. Und das finde ich viel harmonischer bei diesem Bild als die relativ krasse Qualification, die wir zuerst gemacht haben. Okay, wir blenden das Power Window aus, damit wir es beurteilen können. Und so haben wir noch einen ganz schönen Effekt. Ich würde hier sogar noch ein bisschen mit Gamma hochgehen. Kann noch ein bisschen Saturation mit dazugeben und so habe ich sehr natürliche Hauttöne erzeugt. Jetzt gibt es noch einen kleinen Power-Tipp für die Mädels. Die sind ja immer Fans von glatter Haut. Und da gibt es hier in den Primaries auf der zweiten Ebene einen Punkt, der nennt sich Midtone Details. Und wenn ich den jetzt rausziehe, sehe ich schon mal ganz deutlich, was da passiert. Ich sage mal, in so einem Bereich zwischen 10 und 20 bekomme ich eine wunderbare Glättung der Haut hin. Wenn man das Gegenteil macht, seht ihr, geben wir Details rein ohne Ende. Das ist für markante Männergesichter wunderbar, aber nicht für die Damen der Schöpfung. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Und jetzt habe ich aber noch einen Tipp, um die Haut noch ein bisschen gefälliger zu machen. Wir machen einen neuen Node. Hier ist es schon angewählt. Wir suchen uns einen Effekt namens Glow. Legen den drauf und stellen den Threshold so ein, dass er gerade so ein bisschen auf der Haut funktioniert. Ich kann dann noch mit Opacity spielen und mit Global Blend. Auch hier machen wir eine ganz grobe Selektion. Weil ich nicht möchte, dass der Rest des Bildes entsprechend mitgeht. Hier reicht wirklich nur ein grober Bereich. So. Das wäre auch schon
mein Beitrag zum Thema Hauttöne. Mit geringen Mitteln kann man sehr, sehr viel machen. Wirklich lebendig, rosig. Wenn man sich die beiden Notes nochmal anschauen, vorher, nachher. Ich finde, ein deutlicher Unterschied. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's für heute. Wem es gefallen hat, bitte lasst mir ein Abo da oder ein Like. Freue ich mich drüber. Und wer jetzt Interesse bekommen hat zum Thema Color Grading, es gibt einen kleinen Kurs von mir bei der Arktis Academy. Schaut mal rein. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao.